Kühlgeräte von Miele halten Lebensmittel optimal frisch, dank eines leistungsstarken Kältekreislaufs. Das grundlegende Prinzip: Wärme wird dem Innenraum entzogen und nach außen abgeführt. Möglich durch ein Kältemittel, das die Wärme durch den Kältekreislauf transportiert. Das Kältemittel durchläuft hohe und niedrige Druckstufen. Hierbei spielt vor allem der Durchmesser der Leitung eine Rolle. Ein geringer Durchmesser bedeutet hohen Druck und steigende Temperatur. Ein großer Durchmesser hingegen bietet Platz zum Ausdehnen. Das heißt, es herrscht geringer Druck und eine niedrigere Temperatur. Hier wird die Wärme dem Innenraum entzogen, aufgenommen und dann wieder abgegeben. Damit dieser Kältekreislauf effektiv funktioniert, gibt es verschiedene Bauteile, die ihn steuern. Zum Beispiel das Kapillarrohr. Beim Austritt aus dem Kapillarrohr entspannt sich das flüssige Kältemittel. Druck wird abgebaut, die Temperatur sinkt. In den in der Rückwand eingeschäumten Verdampferschlangen hat das Kältemittel Platz und wird durch den geringen Druck gasförmig. Die dazu notwendige Verdampfungsenergie wird, in Form von Wärme, dem Innenraum entzogen, wodurch dieser abkühlt. Der Verdichter ist das Herzstück des Kreislaufs. Er saugt das Kältemittel an und presst es weiter in den außen an der Geräterückwand angebrachten Verflüssiger. Durch den hohen Druck verflüssigt sich das Kältemittel im Verlauf und gibt dabei die dem Kühlraum entzogene Energie als Kondensationswärme ab. Danach tritt das Kältemittel immer noch unter hohem Druck, aber etwas abgekühlt, wieder in das Kapillarrohr ein. Ein geschlossener Kreislauf, der Wärme aus dem Inneren entzieht und nach außen abgibt. Optimale Kühlung. Natürlich von Miele.